Benny Neckam, time to say goodbye sozusagen heute. Ja. Goodbye zur aktiven Karriere. Benny, weißt du noch dein Debüt im Stadlau-Dress? Ich glaube, das war ein Cup gegen 1980 Wien und dann gegen Gerersdorf als das Meisterschaftsspiel. Gerersdorf, genau. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Irgendein Bezug zum heutigen Spiel natürlich. Erstes Spiel gegen Gerersdorf und der Meisterschaft, letztes gegen Gerersdorf. Ergebnis weißt du noch? 2-2. Wow, Wahnsinn. Ja, Benny, ein lebendes Lexikon. Und eigentlich eine Stadtlauer-Legende. Benny, du bist seit 2013 in Stadlau, hast im Nachwuchs gespielt, zwei Pflichtspieltore erzielt aus 11 Metern, aber da gab es noch andere Neckam-Tore in Stadlau. Du bist zwar nicht in der Kampfmannschaft, erinnerst du dich noch? U16 wahrscheinlich. Richtig, ja. Aber wie viele waren das? Die Menge war es jetzt auch nicht, aber mit deinem damaligen, mit deinem jetzigen Dormantrainer, mit Max Kervins, genau, ja. Ihr wart ja ein Stürmer-Team. Und ich erinnere mich noch, ich war selber zu dem Zeitpunkt schon Nachwuchstrainer, du hast Tore geschossen, auf 16. Nach der Pause oft. Ich meine, Höhepunkt in der Karriere, ja, schon. Was fällt dir ein? Sicher der Meistertitel, dann, ich glaube, die ersten zwei Regionalligajahre, das war was ganz Besonderes. Nach dem Aufstieg gleich vorne mitspielen. Ich habe mich zwar leider verletzt, aber bin in der nächsten Saison zurückgekommen. Und dann ist der Aufwand in der Arbeit einfach großartig. Ich glaube, wir sind Vierter geworden, dann im Ritzing sogar, war dann, glaube ich, eine Auflösung und dann sind wir dann Dritter geworden. Also, das waren sicher meine Highlights. Und da gab es ja dann auch noch so Sachen wie im Team des Jahres. Ja. Ich habe jetzt leider nicht geschafft zu recherchieren, wie oft das war. Weißt du es zufällig? Ich glaube, es war 4-mal im Folge in der Paragone. Auch eine gewaltige Leistung, das Dormann zu schaffen. Das, ja. Ja, also Konkurrenz ist groß. Das ist mir sehr gefreut. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es 4-mal war. Aber nicht. Wie sehen die Pläne jetzt aus? Im Zusammenhang, sagen wir mal, mit Fußball? Naja, also jetzt in dem Aufwand, wie es jetzt betreibt, sicher nicht mehr. Sicher mit Freunden den einen oder anderen Kick spielen und viel wieder mal für Freundschaft dann schon klar. Aber sonst geht sich beruflich nicht mehr aus, da möchte ich mich weiterentwickeln und habe mich deswegen bewusst entschieden, auch zwei schwere Verletzungen innerhalb von einem Jahr. Das hat natürlich auch einen großen Teil zu beitragen. Hast du vor, dein Wissen als Dormann und deine Kenntnisse auch weiterzugeben? Aktuell nicht. Also im Moment möchte ich meine freien Wochenende genießen, mein Leben genießen. Und ich sage nie, was nie heißt, aber ich kann es mir aktuell nicht vorstellen. Vielleicht irgendwann mal weiter. Jetzt die letzte etwas provokante Frage. Da gab es doch garantiert für einen Serien-Tormann des Jahres aus der Stadtliga sicher Angebote von höheren Adressen. Wirklich zu mir durchgedrungen sind ein paar weniger, aber im Endeffekt war es die richtige Entscheidung, in der Summe zu bleiben. Ich bereue keine einzige Entscheidung. Gut, wenn ich dann, sage ich mal, stellvertretend für die Wiener Fußballfans, stellvertretend für die Stadtlauer Fans, auch von meinem eigenen Herzen her, danke für diese Zeit in Stadtlau und alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank, Dankeschön.